Moin moin, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Rufen und ich freue mich, dass ich euch diese Woche die Loot Chest unboxen darf. Die Loot Chest ist mittlerweile die dritte Loot Box, die wir unboxen. Zuvor haben wir ja bereits die, lass mich lügen, Loot Raider und die Wood Box geunboxt. Sagt man das so? Die Loot Chest kostet in etwa 20 Euro im 6-Monats-Abo. Zuzüglich 5 Euro, wenn ihr das Plus-Item dazu haben wollt. Darauf gehen wir gleich nochmal kurz ein, wenn ich euch das Item zeige. Die Loot Chest wird normalerweise immer am 15. verschickt. Jeder, der jetzt genauer nachrechnet, wird merken, dass wir ziemlich im Verzug sind. Das liegt daran, dass ich leider bisher noch keine Zeit gefunden habe, da ich das ganze Wochenende in Kopenhagen war und davor auch ziemlich eng war. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt einfach erstmal anfangen. Ich hatte schon kurz reingeguckt. Ich zeige euch erstmal die Loot Chest an sich. Das ist eine ganz einfache Verpackung. Also nichts Auffälliges, so wie bei der Wootbox. Die nehme ich immer so als Standard, sage ich mal, da mir die sehr gut gefallen hat. Ist diesmal alles heile angekommen, im Gegensatz zur Loot Raider. Das darf ich gar nicht. Ich habe hier ganz, ganz viele Sachen. Egal, ich stelle es mal auf den Boden. Ich werde gleich nochmal zeigen, ich habe ganz viele Sachen aus Kopenhagen mitgebracht. Das kann ich ja gleich mal kurz zeigen. Auf jeden Fall, ist das richtig? Ja. Loot Chest, die machen das auch mit so einem kleinen Heftchen wie in der Wootbox. Nicht so wie die Loot Raider. Wie gesagt, es ist nicht schlimm, dass es nur ein Flyer drin war. Aber hier steht dann sowas drin wie... Ja, wie... So ein bisschen bla bla bla. Achso, ja, man kann immer sein Unboxing den zukommen lassen. Und es gibt dann jeden Monat ein Gewinner. Oder ja, jeden Monat. Diesmal war es der Nikolai, YouTube Okin. Der hat gewonnen. Der kriegt dann so ein kleines Extra-Package, glaube ich. Ich weiß gar nicht, aus was das besteht. Ja, auf jeden Fall wird der hier vorgestellt. Featured Channels Sproggles. Sproggles. Ich mag seinen Bart irgendwie. Sieht man das? Komm, zentriert sie nicht. Da. Er macht Unbuggings, Ausflüge in Freizeitparks oder Zoos. Ja, sehr schön. Also Vlogs macht er. Und hier kommen wir jetzt eigentlich auch schon zu den Items an sich. Das kann ich ja dann nochmal zeigen, wenn ich alle Items gezeigt habe. Das ist ein Plus-Item, das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Auch der Rest ist wirklich cool. Etwas Ungewöhnliches ist mit dabei, aber das werdet ihr gleich sehen. So, das haue ich erstmal beiseite. Fangen wir mal mit dem T-Shirt an, was immer in Übergröße da ist. Oh, habt ihr schon gesehen? Ein Franchise, was... Ja, ich finde es cool, aber... Ich bin nicht so kein großer Fan von. Der letzte Film wurde ziemlich ausgebuht, da... anstelle von Männern Frauen dabei waren. Ich weiß nicht, ob es an den Frauen lag. Auf jeden Fall kam der wohl nicht so gut an. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt wirklich ein Flop war oder nicht. Auf jeden Fall habe ich viele aus meinem Umkreis sagen hören, dass sie den Film nicht gucken werden. Ich habe es auch boykottiert. Ja, aus Gründen, die ich jetzt nicht weiter nennen möchte. Auf jeden Fall, ich zeige es einfach mal. Es ist ein Ghostbusters-Shirt. Das ist so groß, dass ich nicht mal dran vorbeigucken kann. Race, was steht da? Oh Gott, das ist ein... Race Repairs and Restoration. Bring Wrecks back from the dead since 1984. Ja, eigentlich ein sehr cooles Motiv. Ich würde aber es abgeben. Ja, falls ihr es haben wollt, schreibt mal in die Comments. Entweder gebe ich das jemandem oder nicht. Das behalte ich mir einfach erstmal vor. Auf jeden Fall ist gar nicht so schlecht, das Motiv. Also ich würde es sogar in meiner Freizeit tragen. Aber da ich glaube, dass andere sich mehr darüber freuen würden als ich, würde ich es auch abgeben. Aber vielleicht will ich Jana ja haben, keine Ahnung. Mal gucken. So, das packen wir beiseite. Ein weiteres Item. Also da haben sich manche oder mehrere beschweren sich immer auf Facebook bei Loot Chest, dass sie dieses Item nicht wirklich gut finden. Ich finde es in Ordnung. Es ist ja was Kostenloses. Und zwar ist es eine Leseprobe. Das liegt immer dabei. Ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Äh,
von Brandon Sanderson, Schatten über Lindlantel. Ich muss gestehen, ich bin kein so großer Bücherwurm. Gar kein Bücherwurm. Ich habe so viele Bücher gelesen, das kann ich an beiden Händen abzählen, glaube ich. Falls es jemand haben möchte, kann er gerne haben. Obwohl, versenden kostet auch mehr als... Oder guckt bei Amazon rein, da gibt es auch Leseproben. Macht das einfach so, dann spare ich mir die Versendegebühren. Dann kommen wir auch zu unserem ersten kleinen Item. Und zwar ist es ein Pin von einem Franchise, wo der Film jetzt demnächst rauskommt, nach langer, langer Zeit. Dieses Franchise hat auch lange meine Kindheit begleitet. Und zwar ist das vom Power Rangers ein Pin. Und zwar dieser allbekannte Blitz. Ja. Ich kann mit Pins ehrlich gesagt weniger anfangen. Ich wüsste gar nicht, wo ich das hinmachen soll. Ansonsten eigentlich ganz nett. Ich weiß gar nicht, ist das aus Plastik oder Metall? Auf jeden Fall echt. Steht doch zumindest Power Rangers drauf, also es scheint echt zu sein. Ich weiß nicht mal, wie sich das jetzt gerade wirklich anfühlt. Ist das Metall? Ja, es ist eine Art Metall. Ist in Ordnung. Kann ich mitleben. Also, würde es trotzdem abgeben, falls jemand Interesse hat und sagt, ich pinne mir das auf die Cappy oder ich, keine Ahnung, brauche das für meinen Power Rangers Deluxe Club oder so. Schreibt in die Comments. Ja, ein weiteres Item. Superhelden. Superman. Von Superman. Energy Drink von Superman. Energy Drink. Ja, von welchem Hersteller ist das? Produced in Austria. Ist aber nicht von Red Bull. Produced in Austria and exclusively licensed by Curly and Smooth. Okay. Auch diese hier. Achso, steht sogar Warner Bros. Drauf. Und DC Comics ist original lizenziert. Ja. Ich stehe eigentlich sehr auf Energy Drinks. Aber ich muss gestehen, dass ich das nicht so toll finde, wenn in so einer Box ein Energy Drink drin ist. Das wirkt manchmal wie, ich weiß nicht, was ich reinpacken soll. Also packe ich in Assassin's Creed Energy rein. Ja, egal. Auf jeden Fall. Verdammt. Wir haben noch einen zweiten davon. Gab es noch Center Shock mit drin? Jeder kennt Center Shock. Kaugummis, die unheimlich sauer sind. Ich heb die mal auf hier. Man hat sie aber immer wieder gegessen, weil es einfach ein geiles Erlebnis ist. Dieses Center Shocks, alles zieht sich zusammen, wie bei den Simpsons. So. Und ich glaube, ich esse mal einen. Ich war gar nicht mehr so sauer wie vorher, oder? Ich bin nicht mehr so sauer wie früher. Nicht scheiße sauer. Aber nicht mehr so wie früher. Ja, ich habe das Kaugummi mal eben rausgenommen, weil sonst. Ich habe es über Seite gepackt, damit ich später weiterkommen kann. Aber ich muss mal was trinken irgendwie. Kommen wir am besten zum nächsten Item, und zwar, das lag ganz unten in der Box. Ich dachte eigentlich, das wäre der Boxboden irgendwie geprintet oder so. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ich zeig's einfach mal. Und zwar ist das von Mega Man. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist von Mega Man. Und hinten steht drauf, Capcom Certificate of Authenticity. Okay. Was soll man das jetzt sagen? Steht hinten Text drauf. Ja, endlich. Ich weiß nicht, soll man das jetzt einrahmen können? Soll das eigentlich. Soll das ein Bild sein oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein Bild von einem Poster von Mega Man. Wir gucken gleich mal in die Beschreibung am besten. So,
kommen wir zu einem Item, was ich persönlich ziemlich cool finde. Ziemlich cool. Nette Idee, vor allen Dingen. Ich glaube nämlich nicht, dass das jeder im Haushalt hat. Nicht jeder Single, sagen wir es mal so. Jeder, der eine Freundin hat oder eine Frau, werden sowas natürlich haben. Und zwar, es ist diesmal was von Marvel. Komisch, dass ich mich mal freue, etwas von Marvel hier zu bekommen. Und zwar sind das, ja, Handschuhe, Ofenhandschuhe, hier, Backhandschuh, Ofen mit. Das sind Ofenhandschuhe. Hier seht ihr das Muster. Da steht unten rechts Marvel Comics. Finde ich persönlich ziemlich cool eigentlich. Weil das bereichert den Haushalt, ist ein Geek-Item. Und würde ich mir so eigentlich nicht kaufen. Je nachdem, was Jana sagt, werde ich sie behalten oder nicht. Ich werde mal in die Comments schreiben, falls ihr es haben wollt. Was ich allerdings... Ich glaube nicht, dass ich vergeben werde. So, wollt ihr es dennoch haben, schreibt es einfach in die Comments. Kann sein, dass ich es vielleicht verschenke oder wir behalten es einfach. Ich glaube, das ist sogar ein Loot Chest Exclusive. Glaube ich. Weil hier steht Loot Chest mit auf dem Etikett. Kannst du mal zeigen. Boah. Nur bei 30 Grad wasche. Gut. Hier ist auch nochmal so ein Logo drinnen hier. Das echt ist. Ja, sehr schön. Finde ich echt cool. Das finde ich super. Und jetzt kommen wir auch schon zum Plus-Item. Und zwar für 5 Euro mehr im Monat bekommt ihr ein. Also zumindest im 6-Monats-Abo für 5 Euro mehr. Ich glaube, das ist aber bei allen Abos, die ihr macht, immer 5 Euro. Und zwar. Es ist ein Nintendo-Item von einem Franchise, was ich sehr geliebt habe, und zwar von Lilith Wars. Und zwar... Hier, den war schon auf. Och, kenn das echt. Das ist gar kein Schön. Naja, okay, es ist von World of Nintendo. Und zwar, ja, Star Fox. Collect them all. Ich lese gerade mal die Rückseite vor, während ihr immer noch die Vorderseite seht. Sie ist beweglich und es gibt weitere. Aha. Also die Figur gefällt mir sehr gut. Das Franchise mag ich sehr. Und hier hinten seht ihr auch noch, was es noch weiteres gibt, weil ich versuche erstmal die Kamera zu zentrieren. Zu fokussieren, so. Ah! Jetzt? Nein. Oh. Ah, ach, jetzt, da. Mario, Feuer Mario, dann Fox McCloud, den haben wir jetzt ja. Princess Peach, Goomba und Pink Yoshi. Wenn ich es vorhin richtig gelesen habe, kann man jetzt alle Figuren für 40 Euro auf einmal erwerben, damit man die 5 Stück voll hat. Im 8-Bit-Shop. Solltet ihr also Interesse haben, ja, was ich halt irgendwie nicht so cool finde, ist, es ist wahrscheinlich B-Ware oder was der Geier war. Es ist auf jeden Fall schon überall zerknickt und hinten zugeklebt, wie man hier sieht. Finde ich eindeutige Worte für, es ist scheiße. Ich möchte nämlich neu verpackte Ware, wenn haben, diese zugeklebte Scheiße, ja, finde ich nicht gut. Naja, okay. Ich bin ein wenig enttäuscht, ehrlich gesagt. Wird vielleicht keiner nachvollziehen können. Man muss aber auch dazu sagen, dass es mit die günstigste Box war. Mit 20 Euro plus 5 Euro für das Plus-Item. Dementsprechend ist es schon wieder in Ordnung. Das Einzige, was mich ärgert, ist das Plus-Item. Ja. Das ist cool. Aber dass die Verpackung beschädigt ist. Und das sieht da so danach aus, dass es vorher schon war. Und nicht durch den Transport. Weil hier oben abgeknickt halt, ne? Ja, ich jammer aber auch, glaube ich, zu viel, oder? Keine Ahnung. Ja, man muss einfach manchmal Dinge hinnehmen, so, ja, ist dann halt so. Gut! Was mich jetzt noch interessieren würde, weswegen, was dieses Mega Man-Ding eigentlich jetzt heißen soll. Was soll das sein? Gucken wir mal rein hier. Und zwar, Ecto One Shirt. Marktwert 15 Euro. Marvel Ofenhandschuh. Marktpreis 13 Euro. Dann der Power Rangers Ansteckpin 5 Euro. Okay.
Der Film kommt übrigens am 23.03. in die Kinos. Ob in Deutschland oder in Amerika steht hier nicht. Dann die Center Shocks und die Leseprobe war Just News. Der Energy Drink von Superman 1979. Mega Man Artwork. Ja, ein Artwork soll das sein, okay. Okay. Wusstest du schon, dass der Tunnel vor der Höhle eines Robotermeisters mehrere Zwecke diente? Es war nicht nur ein Speicherpunkt für das Level, sondern erlaubte es dem Spiel auch, ohne Überlastung die Daten zu wechseln. Wir ehren mit diesem exklusiven Artwork unseren Mega Man. Ja, was auch immer das Item bedeuten soll. Es soll 8 Euro angeblich kosten. Okay. Wir nehmen es einfach mal so hin. Nintendo Sammelfigur. Die zeigt jetzt, es gäbe andere in den Boxen wahrscheinlich. So. Und zwar Metroid Prime, Diddy Kong, Toad, Goomba und Star Fox McCloud, glaube ich, eben gelesen zu haben. Marktpreis 10 Euro. Ist auch in Ordnung. Ja, und hier gibt es nochmal das Affiliate-Programm von Loot Chest, glaube ich. Das stelle ich hier nochmal vor. Bieten wir natürlich nicht an. Falls euch die Box gefallen hat, könnt ihr sie auch mal abonnieren. Mir persönlich hat von den drei Boxen, die wir jetzt hatten, die Wootbox immer noch am besten gefallen. Sie war aber auch deutlich am teuersten, muss man auch sagen. Ich finde, man hat wirklich das bekommen, was man bezahlt hat. Also, das ist super. Aber von der Qualität, von der ganzen Aufmachung her, war wirklich die Wootbox mit am besten. Finde ich. Also, ist aber auch jetzt die dritte Box. Also, nicht übel nehmen, falls ich jetzt eure Lieblingsbox oder so kritisiere. Was auch ein Nachteil ist bei Wootbox, ist, wenn du im Abo kaufst, das heißt 6 Monate oder 3 Monate, das musst du alles im Voraus zahlen. Du zahlst dann auch noch Versandkosten separat. Das hast du alles bei denen hier nicht. Aber das scheint man auch zu merken. Das ist dann halt auch wieder eine Kompromissfrage. Was will man nachher halt haben, ne? Ja, den Center Shock, den werde ich gleich erstmal weiterkauen. Ich kann euch ja mal zeigen, was ich ergattert habe in Dänemark. Und zwar eine Funko Pop-Figur Baby Groot. Die kommt ins Wohnzimmer. Da braucht auch keiner nach zu lexen. Die kommt ins Wohnzimmer, die wird nicht verlost oder was auch immer. Die kommt mega geil. Ich liebe ihn, meine Freundin Jana, die hat sich auch schon drin verliebt. Richtig geiles Ding. Und dann habe ich noch eine gefunden und zwar Funko 2016 Galactic Convention Exclusive. Ist aber im freien Handel erhältlich. Ich fand die einfach nur ganz cool. Luke Skywalker und zwar die Bespin Encounter Edition, das heißt, der hat nur einen Arm. Ich weiß, da sieht man's. Ich fand es auch ganz cool. Ich habe es mir einfach nur so geholt. Es sind natürlich auch Bubbleheads. Ich mach das mal eben schnell hier. Und dann eine ganz kurze Sache noch. Und zwar ist dieser Funko Pop Hype natürlich nicht an großen Herstellern vorbeigegangen. Wie zum Beispiel Polly Pocket oder Barbie. Entschuldigung, dass ich mich jetzt hier so verrenke, aber ich habe hier kaum Platz, weil ich so viele Sachen hier drauf habe. Oder vielleicht auch Lego. Denn Lego hat jetzt auch so eine Figuren rausgebracht, aber nicht einfach Figuren zum Aufstellen, sondern zum selber basteln. Und zwar sind die durchnummeriert, Brickheads nennen die sich. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, sind die ab 1. April im Handel. Oder sie sind bereits im Handel. Ich weiß es nicht genau. Ich habe diese aus Kopenhagen, aus dem Lego Store. Ja, sind wie gesagt durchnummeriert. Es gibt auch First Editions. Man sieht das hier auch. Hallo? So. Da unten an dem Ständer. Ich habe Ständer gehört. Unten an dem Ständer, dass es die erste Version ist. Ja. Das ist jetzt die allererste Figur aus der ersten Collection. Und zwar, die erste Collection ist hier hinten mit Batgirl. Mal ganz nah, genau. Mit Batgirl, die 2, Robin, die 3, Joker, die 4. Die zweite Kollektion gibt es auch schon. Und die dritte ist jetzt auch schon erschienen. In der zweiten Kollektion ist sowas wie Captain America.
Black Widow, Iron Man und Hulk. In der vierten sind, glaube ich, die Schöne und das Biest, aus Die Schöne und das Biest. Dann noch Captain Jack Sparrow und Salazar, glaube ich. Ja. Die werde ich mir jetzt auch noch kaufen. Die kommen am 1. April offiziell raus. Zu denen hier werde ich separate Unboxings machen. Ja, werde ich separate Unboxings machen. Auch nur so viel dazu, falls ihr auch daran Interesse habt. Ich werde die zusammenbauen, so im Schnelldurchlauf und dann halt präsentieren, wie groß die auch sind, wenn man sie zusammengebaut hat. Ich freue mich schon riesig. Werde ich wahrscheinlich im Anschluss hiernach dann auch machen, weil ich habe da echt mega Bock drauf. Ja. Zurück zur Lootbox. Ich habe eben gerade gelesen, dass die nächste Box, die King's Loot, bereits auf dem Weg ist und morgen bei uns eintrifft. Ich bin auch mega gespannt, weil die ist auch verhältnismäßig sehr, sehr teuer. Ich glaube 37 Euro. Ich glaube, das ist sogar die teuerste von allen. 37 Euro? Ich glaube, dieses Plus-Item kostet 10 Öcken. Ja. Ich bin gespannt. Ich freue mich tierisch drauf. Ja, falls euch das Video gefallen hat, dann einen Daumen nach oben, kommentieren, Verbesserungswürdigkeiten oder was. Rufen, du bist ein Arsch. Rufen, ich liebe dich. Rufen, ich will ein Kind von dir. Was auch immer. Teilen, liken, was auch immer. Macht, was immer ihr wollt. Falls ihr einen Teil davon haben wollt, schreibt auch in die Comments. Vielleicht lasse ich euch es zukommen. Vielleicht auch nicht. Mit dem nächsten Video zeige ich dann auch die Gewinner von den Verlosungen davor. Da habe ich auch zahlreiche Bilder schon bekommen. Und ja. Dann vielen Dank fürs Reinschauen. Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten auch dabei. Wie gesagt, was jetzt diese Woche kommt oder bei den Unboxings zu den Brickheads. Nochmal vielen, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss, tschüss.